Und wir haben jetzt die Zeit genutzt, während die Musik lief, die Verwandtschaftsverhältnisse für die nächsten Filme absolut exakt zu klären. So, we talked about the family bounds in your movie, so I can explain it right now. Freue mich sehr, tatsächlich tolle Sache, wenn Regisseure und Regisseurinnen, in diesem Jahr sind es ja 7 Frauen im Wettbewerb, hier bei uns sind, über ihre Filme reden, die ans Rennen gehen, eben um die Bären, um den goldenen Bären und um den silbernen Bären. Und diese Hoffnung hat die Regisseurin, die jetzt bei mir steht. Sie hat schon 5 Filme gemacht, ist ihr 5. jetzt. Sie war auch schon mehrfach in der Berlinale, aber dann war es immer das Panorama, was ja auch wunderbar ist. Jetzt aber ist sie zum ersten Mal im großen Wettbewerb vertreten mit einem Film, den die Leute hier mit großer Dankbarkeit auch aufgenommen haben, weil man auch mal lachen konnte. It was really nice. I told you that we could laugh a bit, because very often movies in a competition are very, very sad. A lot of horrible things happens. This is a kind of a comedy. We will talk about it. Also der Film, über den wir jetzt reden, heißt auf Englisch God Exists. Her name is Petronia. Und das ist die Regisseurin Theona Strogamitewska. Hi, welcome. Good to have you here. Hello, hello. Thank you, thank you. Aus Mazedonien ist sie zu uns gekommen. Please, the original title is, how does it sound? In Gospod Postoj, ime to je Petrunia. Petrunia, did I? Yeah, I know. Petrunia. So, Theona, this is based, this story is based on a true event, which is very, very difficult to believe because it's such an absurd, strange story. Maybe you can describe it. Did you read it maybe in a newspaper? Or? Yes, yes. But you know this this event that is almost unbelievable is something that happens all over the Orthodox world, huh? Mm-hmm. All the Balkans, Macedonia, Greece, Russia, and so forth. Mm-hmm. So, but yeah, what is incredible, it is that a woman jumped for the cross, and she destroyed all the plans. Yeah. She challenged the establishment. And so, yes, it is a real event. A very young, courageous Macedonian woman, a young woman from a very small town in eastern Macedonia called Štip. She jumped for the cross in 2014. Mm-hmm. She caught the cross, and then the church asked her to return it back. Mm-hmm. She said, why? I swam just, I caught it, and it belongs to me, and I swam faster than everybody else. Of course, it is mine. And the church said, no, because women have not right to jump for the cross. And, let me translate it, then you can carry on. Is it during Easter holidays, or is it connected to holidays? 19th of January, which is Epiphany. Also, diese Geschichte, die Sie auch gleich hören werden, die hat sich wirklich zugetragen. Sie sagt erstmal, das Ritual, das gibt es in der gesamten orthodoxen Welt, also in Griechenland, Mazedonien, sowieso Serbien, also auf dem Balkan, in Russland wird das gemacht und zwar immer am 19.01., also zu Epiphany. Und da wird also ein Holzkreuz, ein kleines, von den Kirchenoberen ins Wasser geworfen und Männer, ausschließlich Männer, springen dann da halbnackt rein und suchen dieses Kreuz und wer es empfindet, der hat es, es gehört ihm. Das Besondere war im 2014, dass eine junge Frau, das ist ein kleiner Ort im Osten von Mazedonien, da reingesprungen ist. Also sie hat gesagt, warum machen das nur die Männer? Ich mache das jetzt einfach mal. Sie hat es auch gemacht, sie war schneller, sie hat dieses Kreuz wirklich bekommen. Und es gab dann einen Riesenskandal, weil die Kirche gesagt hat, nein, das steht ihr nicht zu, das dürfen eben wirklich nur Männer machen. Und sie hat gesagt, ich war schneller, ich habe es gefunden, das ist jetzt mein Kreuz. Was it for her like a symbol to do that? Because in the movie it is really a result, she's very frustrated from this male world, the macho world. Was it the same in that real case? Well, you know, in the real woman, after all the ordeal, she gave an interview, and in the interview she said exactly what I told you. I caught it because I swim much better than all of you here, and I hope in the future I'm acting like her now. And I hope in the future more of Macedonian women will jump for the cross. Yeah. So really she had an idea. Also ich habe ihn gefragt, ob sie das wirklich im Film, ist auch so, die ist total frustriert von dieser Macho-Welt, diese Frau im Film, die Petrunia. Und sie sagt, also die echte Frau hat dann später ein Interview gegeben und wurde auch gefragt, warum haben sie es eigentlich gemacht? Und sie hat gesagt, weil ich einfach schneller schwimmen kann. Ich bin nun mal besser als die ganzen Männer da. Ich kann besser und schneller schwimmen und habe es deshalb gemacht. Und sie hofft, dass in Zukunft in Mazedonien das eben auch andere Frauen machen werden. Das heißt also schon, dass sie sich des Symbolwertes dieses Vorgangs sehr bewusst war und dass sie damit auch was ausdrücken wollte. Ich fand es ja komisch am Anfang, als sie das... But. Because why is not comedy?
What happened to this woman is her life became so impossible in her small town that she had to run away and she lives in London today. In London, no. Also das wirkliche Leben war ganz anders. Das zeigt der Film ist auch, the film is showing that. It's not a comedy, it's more, what would you say? It's not a comedy, it's... Listen, nobody, there are no rules that say that drama cannot have comic elements. And yes, there are many comic elements. And I was so actually surprised and delighted that German audience understood this. Yeah. So bravo to you. Yeah. It's a satire in a way. Yes, satire, yes. Also um das nochmal zu sagen, es ging danach wirklich für die Frau ganz schlecht weiter. Das sieht man im Film übrigens auch. Wurde richtig verfolgt und inzwischen lebt sie in London. Und dieser Film sagt sie, das ist ja eine Mischform vielleicht eher. Wer sagt denn, dass ein Drama nicht auch sehr komisch sein kann? Sie freut sich sehr, dass das deutsche Publikum da sehr sensibel drauf reagiert hat, dass die Leute sehr gelacht haben, es gesehen haben. Also wir haben uns geeinigt, es ist eher eine Satire, es ist keine Komödie, es ist eine Satire vielleicht eher. Aber ich wollte fragen, ich fand am Anfang so komisch, erstmal sind die Priester doch da relativ fair und sagen, sie war die Schnellste, sie kann das Kreuz haben. Der Terror beginnt doch erst später, but was surprised in the beginning, really at that event, the priests are really fair and say, okay, she was give the cross to her, she was the winner. But then they changed their approach or what happened? Well, the pressure from the environment. You know, it is amazing how things are intermingled, especially in the Balkans. Of course, you know, on paper, we are like a state. And especially in small towns, really, there is very, very little, almost there is no line, no border between the state, the religious institutions. So everything is intermingled and decided behind the closed doors. Also der Druck war dann plötzlich da. Es gab einen großen Druck sozusagen auch auf die Leute, auf die Kirche. Und das ist eben so in so einem kleinen Staat, sagt sie gerade in Mazedonien, ist eben so, da gibt es keine direkte Trennung zwischen Staat und Kirche, Religion. Das ist alles irgendwie miteinander vermischt. Und dann entsteht eben auch so ein Druck, eben wie in diesem Falle, wie wir es in diesem Film auch sehen können. Und das ist dann auch wirklich richtig heftig. Sie wird verhaftet sogar. Es gibt lange Verhöre und so. Also war das tatsächlich dann eben auch so ein langer Prozess? And it's really shocking then, in the second part, let's say, of your movie, she's really went to prison. There are very, very long interrogations and things like that. Did it really happen that way? She's treated like a criminal. Yeah, but she did not go to prison. She was asked to visit the prison, to come with the policeman for an interrogation. So, you know, it is very fine. There is finesse. So, and that's why she asks. She keeps on asking, am I under arrest? Yeah. And nobody can answer her question because actually the state law says, no, you are not under arrest, but you cannot leave unless you return the cross. What was your question? Yeah, exactly. What's the answer? Thank you. Also, ich habe gefragt, ob es was it in real life the same? It was the same really like that? No. Okay, so real life is what happened to the woman. In real life, I told you what happened. But for us, that was the beginning of the story. Then we developed, of course, the story around it. It came from our imagination, but it is based on the atmosphere and the reality this woman unfortunately experienced at that moment of time, of course. Also sie wurde wirklich lange verhört, sie wurde nicht wirklich verhaftet, sagt sie, sondern es war ihm halt so eine komische Formulierung, ob sie bereit wäre, in die Polizeistation zu kommen und Fragen zu beantworten. Das muss sie dann wirklich sehr, sehr lange tun. Also es ist eben dieser feine Unterschied. Und es war in der Tat eben auch im wirklichen Leben so, sie haben natürlich diesen Fall genommen, haben viel drumherum erfunden. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die sie erzählen. Aber im Kern ist es eben wirklich so gewesen, dass diese Frau dann quasi juristisch verfolgt wurde, weil sie nicht bereit war, dieses Kreuz rauszusuchen. So, last question. We shouldn't forget the amazing actress. It's Tsuritsa Nusheva, Petrunia, that's her part. It's her first feature movie, and she's really wonderful because I like her so much. She's not a typical beautiful Hollywood lady, but she has such a power, and we can really feel the frustration. We can understand why did she do that, because she hates that environment a lot, and she's wonderful. How did you work with her? How did she like that character? Because it's like a statement. It's a female statement. Totally, you know, we are used to a certain beauty, you know, the main actress needs to, I don't know, satisfy certain desires and profile. So it was important for me to sort of challenge this. Come on.
let's you know, beauty is all over the place, so why not put this real people, real life people on the screen? You know, we live in a world of celebrities, you know, everybody talks, not here, but you know, the people talk about Kardashian and I don't know who, you know, and you know, these celebrities with questionable moral standards or ethics, they're not the ones, you know, they are 1% of the population. In the world, we are 99% of everyday people, and change will not come from celebrities, will come from people like Petrunia, you know, and that was the main idea, you know, to put somebody in front of the screen and develop this character who, in a way, carries this hope for change, you know. Me as an individual, I can change the world. Huh? Yes. Imagine. So very optimistic. And I have to add, she is beautiful, of course. She's wonderful. She's beautiful. Also, sie hat noch, ich habe es ja verstanden, sie hat noch mal betont, also wir sind ja ständig umgeben von so einem glatten Schönheitsidol. Uns wird ständig vorgeschrieben, was wir für schön zu halten haben. Und wir haben all diese Celebrities, die Kardashians, sie weiß gar nicht, Leute mit sehr fragwürdigen moralischen Urteilen und Haltungen, werden also uns zu großen Vorbildern eben hinstilisiert. Und da sagt sie, damit wollte sie wirklich aufhören. Sie wollte eben eine Frau zeigen, die eine ganz normale Frau ist, die sollten wir sehen, wir sollten ihr folgen, wir sollten sie verstehen und endlich mal aufhören, uns hochschreiben zu lassen, was schön ist. Und in dem Fall hat sich eben deshalb für diese tolle Schauspielerin entschieden, die natürlich wunderschön ist, das ist ganz klar, aber eben nicht in diesem konventionellen Hollywood-Sinne und deren Namen wir uns merken sollten, Tsuritsa Nusheva, we will remember that name and probably we see her maybe during that festival again. It might be, she's amazing. Yes, it might be. Huh? Ja, also, und das ist eben auch ihr großes Statement gewesen, so eine Frau zu zeigen. Und der Sinn des gesamten Films, der also hier im Wettbewerb der Berlinale gelaufen ist, God Exists, Her Name is Petrunia. Es gab eine Reaktion übrigens auch der Kirche nochmal, die gesagt haben, wir haben mit diesem Film überhaupt nichts zu tun und Gott ist männlich. The church said, it's a male God. Well, that's right. There was a letter? Yes, God is Jesus. It's Jesus. God exists and his name is Jesus. It's male. Ja, also es gab eine Antwort, Gott ist männlich, weil er Jesus männlich ist. We have it in writing. Yeah, I know. Also, okay. Aber Sie haben es mal klargestellt, hier, der Titel sagt was anderes. Gaspard Postoi, Imito e Petrunia. Dieser Film ist noch mehrfach hier zu sehen, und zwar morgen um 15 Uhr im Biver, also das ist ein Kiezkino, und am Sonntag 18.30 Uhr im Haus der Berliner Festspiele. Ein schönes Statement für wahre innere Schönheit. Theona Stroga-Mitewska hat diesen Film gemacht und ihre Schwester hat ihn produziert und spielt auch mit, nämlich die Slavitka, die Slavica, die Freundin von Petrunia ist Slabina Mitewska. Say hello to your sister. Thank you so much. It was nice to have you here. Thank you so much. Thank you. And tomorrow there is a Q&A, a question and answer. In the Beware? Yes. Okay, also sie wird morgen dabei sein im Beware und da auch gerne noch Fragen beantworten. Just have to do a little bit of advertising. Of course. No, that's your job. Thank you so much. I use your platform. Thank you.